Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wo wir gerade noch in der Quest mit Dane Slave sind. Geh zum Tempel des Falken des Westens, weil sich da die Abyss Order niedergelassen hat. This abandoned temple does bear some marks of the Abyss, the Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does not but hover under the light of the gods. Hm? Oh, it's nothing. Let's head inside. Und rein da. Pyro-Abgrundwächter. Hydro-Abgrundwächter. Ja, okay. So wie ich das sehe, brauchen wir in diesem Dungeon Yan Fei nicht. Was bedeutet, ich würde direkt mit diesem Team hier reingehen. Mit Lumine, mit Ganyu, Barbara und Kekwin. Auch wenn wir Barbara noch leveln müssen unbedingt. Aber naja, ich werde demnächst eh einen Stream machen, wo ich quasi alle Spendendinger einsammeln werde, die aktuell für uns verfügbar sind. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paima wonders what the abyss heralds look like. Do they look something like the abyss mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Aktuell weiß ich zwei, die ich nicht kriegen kann. Und zwar das da oben. Da brauche ich nämlich eine Quest für. Ich glaube aber, ich weiß auch, wo ich die Quest herkriege. Und das da. Weil wir haben nicht genug Ausdauer, um quasi bis hierhin zu fliegen und dann weiter zu schwimmen. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre von hier bis nach da mit Kaya zu laufen. Werde ich aber nicht machen, weil Kaya ein Typ ist. Das heißt, wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir an dieses Spendending da kommen. In adventuring, as in business, you always have... We're way behind schedule. Ah, in dem Dungeon waren wir schon mal. Hier haben wir mit Amber quasi diesen Dungeon von diesen Dungeon befreit. Auch noch weg. Ah, ich brauche gar nicht auf Drops warten. Lol. Okay. Zweimal Wurfhacken. Warum auch nicht. Das heißt, es gibt Dungeons, wo man Upgrade-Materialien finden kann, weil ich glaube, die Wolf, den Wolfhook braucht Razor zum Upleveln. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich habe den noch nie gelevelt, weil ich, weil es halt ein Typ ist, ne? Okay. Next on the agenda. For Rex Lapis. Incoming. Hey. Don't blink. Access denied. Ich will mal ganz kurz Ding wieder auf. Ganyu.
denied. Next on the agenda. No touching. Einmal noch. Ah ne, brauchen wir nicht. Alright. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the Abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dane. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Hmm. Jo. Alright, dann raus hier. Ich gehe mal von hier aus los. Haben wir, glaube ich, weniger Gegner auf dem Weg. Natürlich habe ich das... Doch, ich habe es eingesammelt. Nice. Bam, badam. Naja, lang dauert es jetzt ja nicht mehr, bis wir nach Inosuma kommen. Ein bisschen was haben wir storytechnisch noch vor uns. Zudem müssen wir ja auch noch, also wir müssen jetzt die Quest hier machen, weil später dann kommt noch eine, noch ein Archon-Zwischenkapitel mit den Slave. Das Zwischenkapitel brauchen wir, um überhaupt die Quest zu unlocken, mit der man nach Inosuma kommt. Rein theoretisch könnte man auch probieren, mit einem Eisschar rüberzulaufen. Also mit Kaya, weil das irgendwie der einzige Eisschar ist, der das gut kann. Wir sind in Wolvendom jetzt. Ich denke, Dane wartet auf uns vorne. Wir sollten mit ihm schnell treffen, falls die Wölfe entscheiden, dass sie ihn nicht mögen. Hallöchen. Lord.
Lord of Wolvendom, Great Wolf King of the North. Sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. Kennt diese Auswahlmöglichkeiten. Kennst du den Wolf oder kennst du diesen Wolf? No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right. Let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. But where do we begin? Hmm. Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. Ja, während du da rumstehst, können wir natürlich wieder alles machen, ne? Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kind of scary. Let's beat them up first. So, jetzt habe ich alle Gegner hier außer den Abyssmagier besiegt. In denen ich nur den Abyssmagier angegriffen habe. Looks like this bonfire's also got something to do with the Abyss. Da oben ist noch Löwenzahn. Der jude alte Löwenzahn. Werden wir brauchen, falls wir mal Jean oder Euler leveln wollen, wenn wir die mal kriegen. Also Jean haben wir ja, Euler haben wir nicht. Und Jean ist, Jean kann ganz nützlich sein. Ja, Euler ist auch nicht scheiße, die ist richtig strong. Richtig strong. Looks like the Abyss really has been around here. Yes! Where did these monsters pop out from? Let's clear them out and quick! Don't blink! With sword comes shadow. Ja, also statt dass ich jetzt die Gegner mit dem Abyssmagier besiegt habe, habe ich jetzt das Schild des Abyssmagiers mit dem komischen Feuerdüben da gut angefragt. Also in meiner Welt muss man in Genshin Elementarreaktionen ziemlich gut verstehen können und was die unterschiedlichen machen und wie man die zu seinem Vorteil nutzen kann. Ist aber echt schwer, weil die Elementarreaktionen echt komplex sind, weil jedes Element hat mit jedem Element irgendeine Reaktion. Beispielsweise Feuer, Eis, Schmelzen. Wasser, Feuer, Verdampfen. Wasser, Elektro, unter Strom. Animo, Verwirbelung. Wasser, Dendro, Sprießen, Dendro, Elektro, Ultrawachstum und alles so ein Scheiß. Also es ist sehr komplex in meinen Augen. Have you finished searching?
I searched around these parts and found some signs myself. But they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads! Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Gehen wir uns kurz heilen bei der Statue. Und zack. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's Lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the Dragon of the East had yet to fall. Much less come to nest in this place. Huh? But Baiman remembers that Tevalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Dass die beiden sich sowieso nicht fragen, was es mit dem Typen auf sich hat. Ich meine, der wusste viel zu viel. Kannte die echten Identitäten der Götter. Wusste sogar vom Deal zwischen Rex Lapis und La Signora. Und die beiden, die sind halt einfach okay damit. Das ist Wasser, ne? Da kann ich jetzt leider gar nichts zu meinem Vorteil verwenden. Außer die Verwirbelung natürlich. Speed of light. With sword comes shadow. Ich habe leider kein Ding dabei. This is long overdue. Kein Feuer. Ja. Ich hasse, wenn ich mehrere von den Schildtypen zeitgleich bekämpfen muss. Wenn ich kein Feuer dabei habe. Let the show begin. Ja, wir heilen jetzt erstmal unsere Einheiten. Go, Barbara, go! Naja, Kekfin konnte ich nicht ganz heilen. Aber was soll's?
Das sind Steine. We still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? He no longer travels. Sagt er eigentlich she, wenn wir den Companion wechseln? At times. Oh, is that how it is? Den Manger. Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Also bei dem, was Dainsleif bisher gesagt hat, beispielsweise sie ist komplett anders als er oder diese Ähnlichkeiten, da müsste ja mittlerweile klar sein, dass Dainsleif auf alle Fälle unseren Bruder meint. Also Aoife, mit dem er gedrabbelt ist. Jetzt ist halt meine Frage, wenn wir den Spasti als Mainchar nehmen, sagt er dann Ski die ganze Zeit und redet dann über Lumine? Once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty. Ich würde den Mondstadt bleiben. But Leah's One-Man Restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Ja, aber das da habe ich in der Cutscene gesehen und das hat mich die ganze Zeit schon getriggert. That's everything. To the next. Öffne 200 Truhen im Gebiet von Mondstadt außer dem Drachengrat. Ja. Wie sieht's mittlerweile aus? Ja, 300 nur. 1600 brauchen wir für ein Tanapol. Weil ich möchte ja Yaimiku ihre Waffe direkt geben. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. Place. Me? I no longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh?
Ruin Guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry. We will meet again. After all, I did take 500 mora and those three answers you gave me. Ein neues Los. Jetzt müsste eigentlich gestartet haben, oder? Ja, hier, wir sehen uns wieder. Das ist Quest mit Daneslave. Das ist Jadepalast wieder aufbauen. Okay. Dann könnten wir jetzt noch schnell fischen gehen. Das ist nämlich nicht so eine lange Quest. Aber es ist etwas, was wir brauchen, um das Angeln freizuschalten. Und das Angeln ist jetzt nicht so spaßig in dem Game, aber du kriegst trotzdem Sachen dafür. Beispielsweise gibt es bei einem Händler eine Lanze, die relativ nice ist, aber die gibt es halt nur im Exchange für Fische. Ich glaube, das ist sogar der Händler, wo wir gerade hinlatschen. Ich lasse den Löwenzahn jetzt mal in Ruhe, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. 29 Minuten sind jetzt schon auf der Aufnahme. Und wenn, dann möchte ich die Fischquest direkt abschließen. Die Fische sind dieser Tage sehr aktiv. Können wir vielleicht irgendwie helfen? Ah, die Hilfe ist endlich da. Hallo, ich bin Nanduk. Vorsitzender Fischer der Mondstädter Angelvereins. Vor kurzem sind viele neue Fischarten in den nahen Gewässern aufgetaucht. Holy shit. Ich habe mich sofort mit Freunden in anderen Regionen in Verbindung gesetzt und dieses Phänomen ist überall aufgetreten. Manche Leute sagen, dass Dewart einen solchen Anstieg von neuen Fischarten in einem Jahrhundert nicht gesehen hat. Die Ursache wurde noch nicht ausreichend untersucht, aber ich vermute, dass es mit der ökologischen Verbesserung der Umwelt zu tun hat. Oh, zu viele von diesen Kerlchen bereiten euch wohl Schwierigkeiten, stimmt's? Keine Sorge, Paimon kümmert sich darum, solange sie nicht eklig schmecken.
Das sind keine Schwierigkeiten. Für den Angelverein gilt natürlich, je mehr Fische, desto besser, aber zuerst brauchen wir mehr Hände, die mit anpacken. Aber ganz ehrlich gesagt, was diese Hände angeht, die mit anpacken, all die neuen Fischarten in einer so kurzen Zeitspanne für die Forschung zu fangen, das ist tatsächlich etwas stressig. Doch ist das auf der anderen Seite nicht auch eine hervorragende Gelegenheit für den Angelverein zu wachsen? Deshalb habe ich einen Aushang in der Abenteurergilde gemacht. Wie sieht es aus? Interesse, uns zu unterstützen? Fischen macht viel Spaß. Kann ich jetzt einfach ins Wasser springen und Fische fangen? Kein Problem, ich bin gut darin, Fische zu fangen. Toll, was für ein energiegeladener Jungspund. Naja, wir haben Paimon gefangen. Also, beginnen wir damit, zum Mondsee zu gehen. Dort gibt es Fischgründe, die für Neulinge eingerichtet wurden. Ich bringe dir zuerst die Grundlagen bei. Ich habe ja schon angefangen, Angelspots zu markieren. Zack, den müssen wir natürlich auch noch markieren, den Angelspot. Und wahrscheinlich werde ich einfach mal im Stream so einen kompletten Angeltag einlegen. So einen kompletten Angelstream, wo wir wirklich nur angeln. damit wir das alles dann im Let's Play nicht haben. Und naja, für Offscreen bin ich dazu auch ein bisschen zu unmotiviert. Im Stream mit anderen Leuten könnte schon ein bisschen spaßiger werden. muss ich mir noch angucken. Ach so, ja, ich muss erst mit den Typen reden, weil ich nicht markieren kann, weil das Spiel automatisch hierhin markiert. Dieser Ort ist perfekt. Siehst du die kleinen Fische im Wasser? Sie sind wunderschön. Das hier sind deine Werkzeuge. Angelrute, Köder, Rezept zur Köderherstellung. Zuerst platzierst du den Köder am Haken und zielst dahin, wo die Fische sich im Wasser sammeln. Dann wirfst du aus und dann wartest du geduldig, bis ein Fisch anbeißt. Ich habe gehört, dass Neulinge sowas wie Anfängerglück haben. Ich habe damals einen großen Barsch gefangen, der über einen halben Meter lang war. Das solltest du auch versuchen. Hoffen wir, dass ich nicht noch eine Paimon fange. Hey, du wirst neben dieser Paimon hier keine andere Paimon haben. Da gab es mal so ein Animationsvideo, wo hier Lumine da eine große Paimon rausgeangelt hat. Paimon? Was für ein seltsamer Name für ist das eine Fischart? Das ist das wundersame Meeresfrüchtchen, das ich letztes Mal an Land gezogen habe. Hey, wurde Paimon gerade von Knaverei zu wundersamen Meeresfrüchtchen befördert? Ich verstehe, ich wüsste nicht, dass du bereits eine erfahrene Anglerin bist. Das macht es doch, macht es noch spannender, was du wohl fangen wirst. Angeln. Bam. So, darf ich jetzt markieren? Nein. Wie ich das hasse. Zack. Was hast du am Haken? Dein Gesichtsausdruck nachzuurteilen, siehst du etwas ziemlich Gutes an Land. Lass mich mal sehen. Oh, eine neue Fischart. Sehr schön. Du kannst fast mit mir zu meiner rumreichen Zeit mithalten. es scheint, als wäre diese normale kleinen Fische ein Kinderspiel für dich. Ich sollte dir eine größere Herausforderung geben. Ach ja. Ja, jetzt redet er über so Zierfische, die ein bisschen aktiver und krasser sind und dafür ein bisschen hübscher aussehen und die sind ein bisschen schwieriger zu fangen. Zack. So, darf ich jetzt markieren? Ja. Angelspot. So. Das habe ich sogar schon als Angelspot markiert.
wie zuvorkommend ich war. Alter, bin, habe ich so brennen gerade und ich weiß nicht woher. Oh. Ja, die Fische brauchen einfach nur länger, um zu fangen. So close, so close. Stay cool. Yay, time to celebrate. Sadale. Wir müssen uns halt merken, welche Fischart welche Köder braucht. Das müsste ich mir mal aufschreiben. Und ja, ich zeige euch jetzt auch gleich mal das Inventar vom Fischer. Die kann sein, dass manche Fischer eventuell was Nices im Inventar haben, das wir gerne haben wollen würden. Oder wir kaufen die Fischer generell leer. Gibt ja auch Achievements dafür und Achievements sind Urgestein. Oh, geil, du hast so einen Fisch gefangen, super fett. Boah, du bist so eine krasse Anglerin. Sadale. Hier beispielsweise haben wir eine neue Angelroute, einen neuen Hilfsmittel. Dafür brauchen wir 3 von den Fischen. Dafür brauchen wir das da alles. Fischköderrezepte. Die müssen wir uns natürlich sowieso alle kaufen. Und ja, das war Angeln. Dann danke ich... Holy shit. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao. And I've been